Mehmet Scholl. Der große Hoffnungsträger verließ die Karlsruher, wie vor ihm schon Sternkopf und Kreuzer. Der FC Bayern, geldspendender Abnehmer Nummer 1 für KSC-Talente. Trotzdem stehen die Badener oben. Ja, ein Grund ist sicherlich, sage ich mal, die neue Regel. Und zwar nicht mehr zum Torwart zurückspielen. Wir haben letztes Jahr in Heimspielen oft zurückgespielt. Und dieses Jahr muss der KSC offen spielen. Und das ist eigentlich genau das Spiel, das wir immer gekonnt haben. Aber oft uns nicht getraut haben. Und ich meine, das ist mit Sicherheit ein Erfolgsrezept. Bange machen galt auch gestern Abend nicht. An den Schuhen war es zu erkennen, das groß angekündigte Comeback von Friedhelm Funkel als Spieler blieb aus. Und Winnie Schäfer kippte fast aus seinen Turnschuhen. Ich habe gesagt, der ist verrückt. Nicht, weil er das nicht kann oder was macht man einfach nicht. Diese Probleme hatte ich letztes Jahr auch. Wir hatten auch viele Verletzte. Und da bin ich in die A-Jugend gegangen, hat mir aus der A-Jugend einen Spieler rausgeholt, der Nowotny mit 18 Jahren. Der hat Libero gespielt und seitdem ist er bei mir Stammspieler. Und so arbeite ich dann. Ich werde nie einspringen und irgendwas machen. Dann. Der KSC-Erfolg hat viele Namen, zum Beispiel Manfred Bender, Antreiber im linken Mittelfeld, mit gescheiten Pässen, Freistoß und Elfmeterschütze wie zur 1:0-Führung. Erfolgreicher Bayern-Frustabbau in Baden für Manni Bender. Aber der Hinterkopf. Die neuen Wilden vom Wildparkstadion. Das ungleiche Stürmerpaar, der kampfstarke Rainer Krieg und der elegante, technisch versierte Sergej Kijakov. Der KSC mit die torhungrigste Mannschaft der Bundesliga. Auch das ein Grund für den guten Tabellenplatz. Die Stimmung stimmt, die Mischung auch. Burkhard Reich mit dem 3:0 gestern Abend. Spätestens da war jedem klar, das Saisonziel UEFA Cup Platz, ausgegeben von Winnie Schäfer, ist keine Utopie mehr. Man kann die Mannschaft so weit bringen, dass sie mit der Verantwortung steht. Und dann machen sie auch mehr. Ich kann natürlich sagen, wir brauchen nur 30 Punkte, steigen wir nicht ab. Dann haben wir nachher 29 Punkte. Das war immer vor meiner Zeit, weil das hier gang und gäbe in Karlsruhe. In diesem Jahr sollen es 40 Punkte oder mehr werden. Ungewohnte Töne beim KSC. Aber die Spieler haben es verinnerlicht. Wolfgang Rolf vom abgeschobenen Allstar zur Leitfigur. Das 4:0 durch Schmarow, der Schlusspunkt. Nach diesem Sieg spukt neben UEFA-Cup-Platz sich ein neuer Star in den KSC-Köpfen herum. Sergej Kijakov. Die Mannschaft hat aufopferungsvoll gekämpft, hat in entscheidenden Szenen vom gegnerischen Tor einiges an Pech entwickelt und von daher ist das Ergebnis viel zu hoch. Freuen uns, wird es 4:0 und das Spiel war nicht so gut von unserer Mannschaft, weil es schwer ist, wenn man einmal schlecht anfängt, dann gut zu spielen. Man hätte andersrum anfangen müssen, dann wäre es besser gewesen. Trippt es Winnie der Forderung des Publikums nach. Winnie, zieh die Jacke aus. Aber Markus Hierstedt kümmerte sich um die Niedergeschlagenen. Jetzt durften Sie 90 Minuten keinen Ton sagen. Wie schwer ist Ihnen das denn gefallen? Ja gut, in der ersten Halbzeit war ich doch sehr, sehr ruhig. Und in der zweiten Halbzeit habe ich das eine oder andere schon mal reingerufen. Aber keine Anweisungen, so wie es in den Statuten steht. Nur aufmunternde Worte. Und das kann mir niemand verbieten, weil ich letztendlich auch als Mannschaftsverantwortlicher heute tätig war. War das schwer, ruhig zu sein? Sicher ist es schwer, ruhig zu sein. Aber die Mannschaft hat über weite Strecken wirklich nicht schlecht gespielt. Gut gespielt nicht, aber nicht schlecht gespielt. Und der Sieg, wie gesagt, ist letztendlich viel zu hoch ausgefallen. Jetzt geht's zur Pressekonferenz? Ich gehe nicht zur Pressekonferenz, weil ich nicht der Trainer heute war. Das macht der jetzige Trainer Armin Reutershahn. Und ich werde jetzt erstmal bei der Mannschaft bleiben. Okay, toi, toi, toi. Ja, es ist natürlich tragisch, dass ich meine erste offizielle Pressekonferenz nach einer 4:0-Niederlage geben muss.